Ich heiße euch herzlich willkommen zu wieder zurück zu Subnautica. Ich habe das letzte Mal sehr viel dekoriert und gecraftet und so weiter und so fort. Und ich werde mich jetzt natürlich wieder auf den Weg machen und gucken, dass ich vor allem ein bisschen Titan wieder ranhole. Das Messer kann ich übrigens noch ablegen. Jupp. Ja. Okay. Genau. Kurz mal die Motte checken, ob die schon ausgepackt wurde. Ich glaube, ich habe die leer gemacht. Und wenn ich dabei bin, dann kann ich natürlich auch gleich mal hier meine Motte reparieren. Nee, da ist noch tatsächlich noch was drin. Dann sollte ich das natürlich noch flicken. Ja, und ich werde mich jetzt nochmal auf dem Weg zu dem Wrack machen. Da ist auch noch was drin. Kreaturenei. Ja, dann lege ich das noch kurz ab. Ist auf jeden Fall gut, dass ich es nochmal gecheckt habe. Ich will natürlich maximale Fracht wieder mitnehmen können von meiner Erkundungstour. Das haue ich jetzt auch erstmal hier rein. Lithiumschrank hatte ich vorübergehend ja auch schon mal zugeteilt. Silberreserve sieht aber immer noch nicht wirklich gut aus. Kupfer eigentlich auch nicht. Das Einzige, was ich wirklich viel habe von diesen, ich sag mal, Elektronik-Komponenten oder Elektronik-Rohmaterialien, ne? Kupfer für Kupferdraht, Silber für die Kabelsätze und so weiter. Das Einzige, was ich da eigentlich viel habe, ist tatsächlich Gold. Okay. Kann ich nicht ändern. Ich werde aber auch da natürlich einpacken, was ich finden kann. Also vor allem Silbererz auch, ne? So, ich halte mich mal so ein bisschen westlich wieder. Quarz will ich natürlich auch nicht nein sagen. Ist ein bisschen Kalkstein. Ja, ich pack mal ein bisschen was ein, ne? Was ich so auf dem Weg finde. Wir werden es so oder so brauchen. Und was ich habe, das habe ich. Da muss ich mich dann später nicht nochmal auf den Weg machen. Ja, und hier sind auch gleich 4 Ablagerungen. Da lohnt sich der Ausstieg auch gleich. Okay. Es macht aber auch Spaß an Subnautica. Einfach mal ein bisschen looten. Und im Kalkstein, da ist ja auch Titan drin. Das heißt, auch da können wir uns ein bisschen weiter versorgen. Salz habe ich jetzt 8-mal eingepackt, glaube ich. Ich könnte schon mal ein bisschen Salzsäure übrigens craften. Eher so ein bisschen westlich, nicht zu weit nördlich. Ja, den Brocken hier, den suche ich auch nochmal ab. Meistens sind an diesen Säulen... Ach, hier ist das gar nichts. Habe ich den Scooter wieder eingepackt? Also den unter Wasser? Ja. Den lege ich mir mal auf 4. Bin ich natürlich ein bisschen schneller unterwegs. Ja, und ich würde natürlich... Vielleicht danach dieser Tour auch mal einen Ausflug machen weiter Richtung Planetenkern, damit wir mal ein bisschen in der Story weiterkommen und natürlich dann auf der Tour auch gleich ein bisschen was einsammeln an hochwertigen Materialien. Da ist wieder unser Leviathan. Hier kann man wenigstens weit gucken. Ja. Den will ich natürlich nicht ins Maul schwimmen. Da war aber noch ein bisschen Sandstein. Ja, verdammt. Ich brauche vor allem Silbererz. Aber für Salzsäure brauche ich, glaube ich, auch Gold. Kurzen Blick ins Crafting. Was brauche ich dafür? Salzsäure? Nee. Aber dafür, genau dafür brauchte ich Gold. Okay. Kalksteine, die kann ich nicht liegen lassen, Leute. Da blutet mir das Subnautica-Herz. Die guten Kupferkabel. Ich zähle dann so die Kupferkabel, die ich alle zurücklasse. Wenn ich hier die die Kalksteinablagerung nicht mitnehme. Da ist auch wieder ein bisschen Titan drin. Bis auch der Leviathan kommt, der nicht um die Ecke geschwommen. Okay. Ja, ist das nicht ein Reaper? Der heißt Reaper, glaube ich, ne? Okay, gut, weiter erstmal. Nördlich entlang. Eigentlich muss ich mich bloß hier so an der Kante halten. Oh, Silber. Ja, das ist eine vielversprechende... Eine sehr vielversprechende Location hier, dieser Abhang. Da
findet man echt einen Haufen guten Scheiß. Kann ich nicht nein sagen. Gut, vielleicht machen wir aber erstmal das Wrack und auf dem Rückweg können wir dann immer noch das, was unseren Frachtraum und Stauraum bleibt, immer noch vollpacken. Also eigentlich jetzt hier nur wieder diese Abgrundskante folgen. Und dann können wir es eigentlich nicht, nicht verfehlen. Komm, die packe ich noch ein, die drei. Ja, ich stelle mir regelmäßig mache ich mir immer irgendwelche Vorgaben, die ich aber dann genauso regelmäßig nicht wieder einhalte. Das ist, glaube ich, Silbererz tatsächlich. Okay. Ja, und wenn ihr natürlich keine Folge verpassen wollt, und auch vor allem jetzt Below Zero, was ja demnächst starten wird, da den Anfang nicht verpassen wollt, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, da freue ich mich drauf, oder freue ich mich drüber. Ja, und dann werdet da immer fleißig mit neuen Subnautica-Inhalten auch versorgt. So westlich. Hier ist wieder die Unterwasserschabe. Ich finde, die sehen aus wie Schaben. Ja, aber hier Titan lasse ich nicht liegen. Das ist schon heftig, wie viel man da so eigentlich verbraucht, ne? Für so ein bisschen Base-Building, da geht echt viel drauf an Titan. Deswegen, da muss ich eigentlich jedes Stück einsammeln. Okay. Wir müssen eigentlich, da sind die ersten Trümmerteile. Hier waren die Bohrarme. So, und von hier aus jetzt einfach... Das scheint hier aufgeschlagen zu sein und dann den Abhang runter gebremst zu sein. Also jetzt erstmal das Wrack absuchen. Kann ich das jetzt gönnen? Nee. Das sieht zwar so ein bisschen aus wie ein Moonpool, finde ich. Moonpool-Teil. Und natürlich vor allem nach Viechern Ausschau halten. Okay, hier steige ich aus. Da liegt auch schon wieder ein Bohrarm, das sehe ich schon. Der bringt uns auch wieder ein bisschen Titan. Jedes Stück hilft weiter. Denn jedes Stück bedeutet, dass wir unsere Basis wieder ein bisschen weiter ausbauen können. Gold. Okay. Da sind die Viecher wieder. Die sehen aus wie die Landviecher. Wir haben ja auch schon welche gefunden, die so ein bisschen unter Wasser sind mit den längeren Beinen. Aber die sehen tatsächlich aus, als wenn die von Land kommen. Das nenne ich mal Evolution. At its finest. Okay. Ich habe ein bisschen Schiss hier vor den Reapern. Dass mich da einer von oben wegsnackt. Silbererzader, wenn ich mich nicht täusche, ja. Da liegt noch Metall. Her damit. Blei. Ah, es wird Zeit, dass ich den Prawn-Anzug baue. Ihr merkt das. Ich habe es extra noch gesagt, ne? Ich brauche eigentlich vor allem Silber. Und hier sind gleich zwei fette Erzadern. Ich werde den bauen. Ich werde den, das hat eigentlich jetzt höhere Priorität. Bevor ich mich ins Erzinnere aufmache, werde ich mal einen Prawn bauen. Und ich würde mich hier gerne mal ein bisschen weiter in die Dünenlandschaft reinwagen. Das ist nämlich für mich so eine Map, so ein Biom, von dem ich noch nicht wirklich viel weiß. Und jetzt muss ich erstmal abladen. Da habe ich immer noch keinen Fuß ins Wrack gesetzt. Ich muss jetzt erstmal wieder abladen. Oh oh. Schon wieder voll.
Okay, erstmal ins Wrack. Und dann nehme ich mit, was noch übrig ist an Fragmenten und so weiter. Alles, was hier so rumkrepelt. Okay, wo ist der Eingang? Okay, da komme ich direkt in den Frachtraum. Das ist schon mal gut. Da sehe ich schon mal einen Eingang. Hier ist auch gute Beleuchtung, muss man sagen. Da ist ein Gang. Lass mal abchecken. Ich werde hier die Motte natürlich direkt vor der Tür parken. Oh, scheiße! Mann, jetzt habe ich gepennt. Ach, ich bin gar nicht eingestiegen gerade, ne? Ach, ich bin ein Depp. So, schnell einsteigen. Gerade beim Abladen habe ich vergessen, natürlich auch noch einzusteigen, ein bisschen Luft zu tanken. So, dann stellen wir das gute Stück hier mal vor der Tür ab. Dann habe ich hier maximale Erkundungsdauer. Mit einem Atemzug. Okay, ich würde sagen, erstmal hier rein. Systematisch alles abchecken. Da geht's weiter. Hier ist dicht. Ja, Wasser brauche ich nicht. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ich sehe nichts mehr. Muss da irgendwas drin sein. Wenn hier extra so einen Gang entführt, ne? Da werde ich natürlich irgendwie so ein bisschen misstrauisch. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass er mich hier. Dass hier irgendwas versteckt ist. Na, aber da oben geht's nicht lang. Nee. Jede Menge Kommunikatoren. Ich sehe nichts. Nope. Noch einmal hier kurz. Nee, hier ist nichts mehr. Gut, dann ist es so. Zurück zum Frachtraum. So, da jetzt noch rein. Ich gehe erstmal oben lang. Was ist hier noch? Da ist eine Tür, die geht auf jeden Fall auf. Ich gehe mal erstmal hier lang. Was lässt sich hier noch finden? Da ist noch ein Bohrarm. Bank habe ich schon gescannt. So, dann schneiden wir uns mal hier durch. Atem reicht noch. Wirklich jedes Wrack jetzt zu 100% erkunden. Das war hammer. Kann ich eigentlich mittlerweile schon Signalbojen bauen? Ich glaube immer noch nicht, ne? Ich hatte mal eine gefunden. Aber da habe ich nicht die Baupläne für bekommen. Ein bisschen Versorgung. Noch ein bisschen Versorgung. Hier sehe ich auch nichts mehr. Okay, dann schneide ich mich hier noch durch. Das müsste ich noch in diesem Atemzug schaffen. Dann erstmal wieder zurück. Noch irgendwas. Ich sehe nichts. Nope. Habe ich alles schon? 48 Sekunden. Liegt auch nichts mehr. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe immer Schiss, dass ich irgendwas übersehe. Ja. Da kommen 30 Sekunden. Da ist noch eine Tür. Das müsste ja schon fast wieder Ausgang sein, oder? Komm mal hin, mach hin. Ja. Da ist schon wieder vorbei. Okay. Aber oben war noch ein Schacht. Ich habe den Schacht gesehen. Okay, das, was ich gerade zu essen gefunden habe, das kann ich schon mal wegsnacken. Das spart ein bisschen Platz. Das kann ich auch weghauen. Hier, Signalboje habe ich immer noch nicht. Da bin ich auch der Einzige, der das fertig bringt, so weit im Spiel schon vorangekommen zu sein und dann noch keine Signalbojen zu haben. Den hatte ich noch gefunden. Okay.
jetzt nicht rein. So, hier war noch ein Schacht da. Zwei Abzweigungen. Achso, da war ich gerade, ne? Ja, stimmt. Okay, da habe ich einfach die Öffnung in der Decke übersehen. Die hier. Da bin ich nämlich gerade aus dem Hauptraum schon durch gewesen. Gut. Hier ist nichts weiter. Dann nochmal zurück in den Hauptraum. Scanner in die Hand. Vielleicht manchmal, wenn der Scanner was zu scannen erkennt, dann ploppt da kurz dieses Scan-Symbol auf. Ne? Das ist auch manchmal ganz hilfreich. Hier ist noch eine Tür. Und da ist auch noch ein Schacht. Würde mich eigentlich wundern, wenn wir jetzt hier nichts weiter finden. Ein bisschen Wasser. Stühle habe ich alle schon. Na klar, wenn man die noch nicht gefunden hat, ist das natürlich toll. Da liegt zumindest eine PDA. PDAs werde ich am Ende der Folge nochmal ein bisschen reingucken. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen was offen. Auch noch ein paar Bohrarme. Gut, dann decke ich mich jetzt hier noch mit dem Bohrarm ein. Also mit dem Titan. Dann scheint das eigentlich hier auch schon alles gewesen. Ah, da geht es noch rein. Hier sind wir durch. Gut, eins tiefer nochmal. Wasser. Mehr Wasser wahrscheinlich. Ja, Leute, das brauche ich nicht. Kurz mal Licht aus. Manchmal hilft das auch. Dann sieht man nämlich von so einer PDA oder von so einer Datenbox das bläuliche Licht. Aber hier ist finito. Das ist wahrscheinlich der Schacht, der, den ich gerade meinte, der noch in den Hauptraum führt. Der führt raus. Der führt wahrscheinlich ins Lagermodul. Ist nichts. Also in den Frachtraum. Das ist der Schacht, der noch offen war. Genau. Okay. Wie gesagt. Dann scanne ich jetzt das Zeug noch ein, was ich hier scannen kann. Hier war ja nichts mehr. Also, titanmäßig meine ich. Mag ich noch was? Nee. Was ich scannen kann? Nein. Gut, dann draußen voll machen. Mit Titan. Und dann müssen wir schon, dann sind wir schon wieder voll. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht... ich brauche das Tiefenmodul. Es geht nicht anders. Ich könnte sonst nur auf 200 Meter tauchen. Das heißt, ich brauche das Tiefenmodul definitiv. Platz habe ich noch. Nicht komplett wegsnacken. Hier brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das kostet alles nur Platz. Lieber Titan noch mitnehmen. Die Karte von Fragmenten säubern. Okay, dann mache ich mich schon mal auf den Rückweg. Ich werde auf dem Rückweg ja auch noch bestimmt was finden. Die ein oder andere Ablagerung. Ich könnte das, diese Rumpfverstärkung ausbauen und dafür noch ein zusätzliches Frachtmodul reinkloppen. Ich habe aber Schiss, dass ich doch mal irgendwie so einem Reaper zwischen die Zähne komme und dann ist es aus mit der Seemotte. Okay, jetzt müssen wir voll sein. Randvoll. Okay. Das ist gut, wir haben wieder jede Menge Titan. Zurück zur Basis. Vielleicht noch ein Rumpffragment, jetzt so auf dem Rückweg. Vom Zyklopen. Ich denke mal, da werden wir auch kein Glück haben. Gut! Ich würde sagen, dann baue ich jetzt mal den Krebs. Den schuster ich mir mal zusammen. Dass wir den schon mal haben. Und dann würde ich mich tatsächlich mal auf den Weg Richtung Planetenkern machen. Da werde ich natürlich auch alles einsammeln, was ich an nützlichen Materials so finde. Ich guck mal, wie weit ich jetzt komme mit meinem Titan.
Ne? Also Base Crafting will ich jetzt erstmal nicht machen. Als nächstes wäre jetzt erstmal quasi das das Handwerksmodul dran, sage ich jetzt mal, oder dieses Fracht- und Werkstattmodul, nenne ich es einfach mal, wo die Modifizierungsstation steht. Da möchte ich mir so einen kleinen Arbeitsbereich bauen. Ja, aber den Krebs würde ich schon, den würde ich natürlich schon gerne bauen. Ist das auch erledigt? Und vielleicht einen zweiten Moonpool daneben, zum Andocken für den Krebs. Hätten wir auch unsere Basis ein bisschen erweitert. Ich weiß gar nicht, wie teuer das war. So ein Moonpool. Ja, und natürlich den Kran könnte ich schon mal bauen. Für unsere Rakete. Der kostet, glaube ich, auch hauptsächlich Plaststahl. So, aber eins nach dem anderen. Jetzt laden wir erstmal aus. Ich guck schon mal, was kostet denn der Krebs? Dass ich die Sachen nicht ablege, die ich dafür brauche. Zweimal Plaststahl, zweimal Aerogel, Diamantblei. Also zweimal Plaststahl bräuchte ich dafür. Das sind allein schon 10 Titanen. Ja, ihr merkt, das ist alles natürlich sehr titanlastig hier. Also zwei Titanbarren kann ich schon mal bauen. Und der Rest geht als Reserve in die Rücklage. Ja, ist auch nicht viel. What the fuck? Kupfererz kann weg. Das ist gut, dass wir da ein bisschen Reserve wieder gefunden haben. Silber habe ich auch ein bisschen was gefunden. Gold. Gold ist bald voll. Zweimal Blei behalte ich im Dings. Zweimal Diamant. Da geht uns auch die Reserve langsam so ein bisschen aus. Emailliertes Glas. Ich hatte irgendwo noch einen Pirscherzahn. Da ist er. Schwein gehabt. Was brauche ich dafür? Einmal Glas. Sehr gut. So. Aerogel brauche ich, glaube ich, Rubine, ne? Das könnte ein bisschen knapp werden. Da hatte ich nicht mehr allzu viele von. Aerogel brauche ich. Was für? Dafür brauche ich übrigens zweimal Lithium. Aerogel, da. Gelsack und Rubin. Viermal Lithium könnte ich schon mal aufnehmen. Also ich brauche noch ein bisschen Titan. Sehr gut. Ja, damit. Ja, da haben wir schon wieder fast alles aufgeraucht, was ich gerade gefunden habe. Aber ich kann es nicht ändern. Das ist einfach so. So, zweimal Plaststahl. Nix mit Kran bauen. Dann sind die Materials nämlich erstmal aufgebraucht. Aber dann habe ich zumindest den Krebs schon mal. Das ist ja auch was wert. Okay. Zweimal Aerogel. Das heißt, ich brauche zwei Gelsäcke. Erstmal nach den Rubinen gucken, weil wenn ich die Rubine nicht habe, brauche ich auch nicht nach den Gelsäcken gucken. Oh, das ist sehr gut. Habe ich sogar noch. Aber auch nicht viel auf Reserve. Bei der Gelegenheit könnte ich natürlich jetzt auch gleich mal noch ein bisschen hier Landwirtschaft machen. Da waren ja noch einige... Genau. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben von der Anpflanzmenge. So. Bei den Pilzen glaube ich auch. Da werde ich auch nochmal nachsetzen. Und so nimmt das alles so peu à peu natürlich Form an. Unsere Basis.
So, der kommt weg. Der wird dann weggeschmissen. Eins. Zwei. Zwei reichen eigentlich, ne? Ach nee, Quatsch. Drei. So. Und der Wasserfarmer. Immer diese Monokulturen. So. Okay. Kann ich euch schon abernten hier? Drei. Pflanze ich nämlich hier auch nochmal nach. So, und das letzte Blät wird dann auch nochmal für Blutöl. Das mache ich jetzt aber nicht. Ah, ich würde hier gerne noch vor allem ein paar Tiefenpilze nachsetzen. So. Das sieht doch richtig gut aus. Da bin ich auch gut versorgt. Läuft. Passt. Gut, jetzt habe ich nur natürlich bloß nicht die Gehsäcke noch vergessen. Die ganzen, die großen, die ausgewachsenen. Zweimal. Ja, komm, dann lasse ich auch gleich die noch nach. Okay, wunderbar. Ja, und so langsam, dann nimmt unsere Basis richtig schön Form an, ne? Finde ich. Dann noch ein Forschungsmodul dran. Demnächst werden wir wahrscheinlich noch ein weiteres Energiemodul bauen müssen. Nach dem anderen. Es wird so immer ein Stückchen für Stückchen, ja? Hier, die Schotten sind schon drin. Das gefällt mir. So, zweimal. Cool. Habe ich jetzt alles. Okay, wunderbar. Dann mache ich jetzt noch die Motte trotzdem leer. Und dann schwimme ich hoch zur mobilen Fahrzeugstation. Und crafte mir den Krebs. Titan, das ist gut. Das ist sehr gut. Habe ich doch noch ein bisschen was übrig. Nicht alles komplett verheizt. So. Quarz kann auch weg. Immer schön Ordnung halten. Dann kann ich nämlich gleich wieder los mit der Motte. Und dann geht's tatsächlich Richtung Tiefenkern. Richtung Planetenkern. Da werde ich alles mitnehmen, was ich finde. Schwefel. Nickel. Genau, Nickel auf jeden Fall auch. Uranit und so weiter und so fort. Da gibt's den richtig guten Scheiß. Okay. So. Wo ist die Fahrzeugstation? Da. Das ist natürlich jetzt richtig lustig, ne? Wenn ich den Prawn crafte und der landet auf dem... unserem guten Freund hier. Aufklettern würde ich gerne. Klettern. So. Dann crafte mir mal bitte... einmal ein Krebs. Yes. Unbegrenzte Macht. Nice. Na, was denn jetzt passiert?
Der ist am Fisch gelandet. Auch nicht schlecht. Okay. Steig mal gleich mal ein hier. Welcome aboard, Captain. Nice. Komm ich hier durch? Ach, gut, Gott sei Dank. Ja, und damit habe ich jetzt auch einen Krebs. Und den werden wir natürlich auch, der wird seine eigene Fahrzeug, sein eigenes Undock-Dingsbums bekommen und natürlich auch erstmal seine Module. Den werden wir ordentlich schön ausstatten. Gut, ich bin am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da, da freue ich mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.